eins dem Feind die Hosen klopfte, das war wohl Gustav der Verstopfte. Die Soldaten, die taten für den Herrscher alles ganz umsonst. Und sie trugen bunte Fahnen und Gewehre, aber vorneweg marschiert vorm ganzen Heere eine Trommel, eine Trommel, eine Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Der arme Landsknecht braucht nichts tragen, denn dazu hat er seinen Wagen. Hinterm Rosse, beim Trosse, da sitzt die Marketenderin. Und sie kennt vom Regiment die ganze Mannschaft, denn mit jedem hatte sie mal eine Bekanntschaft. Auf der Trommel, auf der Trommel, auf der Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Beim Leibregiment, beim Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Der Hauptmann, einer von den Fetten, liegt gern bis mittags in den Betten. So alleine beim Weine, da verschenkt man ungern seine Gunst. Und er trägt im Dienst die glasigen Augen offen, aber innerlich ist er total besoffen. Und er trägt den dicken Bauch wie eine Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vors Leibregiment, vors Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Und so marschiert die ganze Bande, Jahr aus Jahr ein durch fremde Lande. In den Städtchen die Mädchen, die kommen abends spät nach Haus. Der Soldat braucht niemals eine Wiegen, immer sieht er 20 Kinderköpfchen liegen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Es sterben auch mal Generale, die Trommel ruht im Arsenale. Im Gehäuse die Mäuse, die führen das alte Leben fort. Und sie essen und sie trinken und sie raufen, machen Kinder und sie sterben und sie saufen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt.